Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute sind wir nach Lichtenfels gefahren, ins sogenannte Karibische Dreieck. Der ist zwar mir vorher noch nicht im Begriff, aber das gibt es anscheinend wirklich dort. Das ist ein recht schöner See. Der Grund, warum wir da hingefahren sind, uns wurde ein Schwan mit einer Angelschnur um den Schnabel gemeldet. Ob er den Angelhaken verschluckt hat, war nicht bekannt. Wir sind also hingefahren, haben das Auto abgestellt und haben erstmal gesucht. Wir sind also am See lang gelaufen und haben dann in der Tat auch einen Schwan gefunden. Allerdings sah der Schwan nicht so aus, als ob da irgendwie eine Angelschnur aus dem Schnabel hängt oder um den Schnabel hängt oder der irgendwie anderweitig Probleme hat. Wo ist unser Schwan? Da drüben irgendwo am. Also sind wir davon ausgegangen, der Schwan wird es nicht sein und sind erstmal weitergelaufen. Der See ist recht weitläufig. Wir haben nochmal geschaut, beziehungsweise nochmal mit dem Finder telefoniert. Da hieß es dann, ja, das war an einem Steg. Also sind wir zurück zu einem Steg gegangen und haben uns dort dann mal wieder ein bisschen umgeschaut. Später fanden wir raus, der Steg war nicht gemeint. Also haben wir nochmal woanders gesucht. Da haben uns dann Badegäste gesagt, da hinten geht es nicht weiter. Also sind wir wieder zurück und haben dann endlich auch das Wasserwachtshäuschen vor dem Steg gefunden. Und es war ein sehr kleiner Steg, der da gemeint wurde anscheinend. Haben uns dann aufgeteilt, sind fast um den ganzen See rum. Gut, um den ganzen See kann man leider nicht rumlaufen, das ist das Problem. Und haben dann da eben nochmal gesucht. Ja, leider keinen Schwan gefunden. So, wir sind jetzt fast einmal rumgelaufen. Das ist nur ein bisschen blöd, wenn man hier eigentlich nicht komplett rumlaufen kann. Um jetzt die Info zu bekommen, es war wahrscheinlich doch der erste Schwan. Und es hängt ein kleiner Fitzel oder so aus dem Schnabel raus. Aber es ist nicht mehr um den Schnabel rum und darum haben wir den nicht erkannt. Also wieder zurück zur ersten Stelle. Und dann improvisieren wir. Wir haben natürlich keine Warthose, keine Gummistiefel und nichts dabei, weil es hieß ja, der Schwan ist an Land. Schauen wir mal. Irgendwie werden wir den schon kriegen. Ich hole mal einen Kescher aus dem Auto. Der eine Flügel ist noch nicht sicher. Kannst du mal einen Hals nehmen? Der zockt die Hose aus. Ist er das? Er schluckt komisch. Und ist schon warmer liegt drin. Alter, was ist nichts mehr. Also er hat vorhin irgendwie komische Schluckbewegungen gemacht, ohne dass er was aufgenommen hat. Kannst du mal den Ekel da abziehen, bitte? Okay. Ist der Deckschwierigkeit hier rüber? Ja, da sind jetzt auch da. Bitte? Hast du wehgetan? Oh, ja, typisch. Hat er die Schnur gesehen? Der Geldbeutel ist undicht. Ist es oder nicht? Genau, bitte. Ja. Das ist die Frage. Also, ich sehe durch nichts mehr. Hast du? Der eine Flügel hier ist natürlich nicht gut. Kannst du mir den einklappen, den anderen? Kann ich? Ja. Du hast einen Hals, ne? Ah,
viel Geld hast du jetzt verloren? Das ist dein Fahrtgeld eigentlich. Ich muss es dir gleich mal sammeln. Was möchtest du? Da liegt ein Auto, da liegen zwei und da rein ist auch irgendwo was gefallen. Ins Wasser gehe ich noch weiter. Da liegt nur ein Euro. Nachdem wir jetzt leider vor Ort nicht klären konnten, ob es sich entweder um den Schwan handelt oder ob es ein anderer Schwan ist, beziehungsweise ob es unser Schwan ist und der vielleicht die Angelschnur verloren hat, haben wir den Schwan vorsichtshalber erstmal mitgenommen, dass wir uns den dann später nochmal anschauen können. So, wir sind jetzt auf dem Rückweg. Wir haben jetzt einen Schwan, aber wir haben keine Schnur gesehen. Jetzt sind wir uns nicht sicher, ob das der Schwan war oder ob nicht. Aber jetzt noch eine Frage. Wo habt ihr jetzt das Shawarma zum Schwanlocken nochmal her gehabt? Da ist jetzt. Da kam jetzt einer vorbei. Und dem habt ihr das Shawarma abgenommen. Nee, die saßen da. Die saßen. Das waren zwei Schwüre. Ach, die zwei da vorne. Nee, die um die Ecke. Picknick machen die gerade. Okay. Der Viecher gerade auf. Er war ein wenig schneller und sie hat noch was übrig gehabt. Das ist ja kein Schwan. Ende, Schnabel. Hier. Habt ihr ihn was da dafür? Was abbrechen? Habt ihr ihn dafür was gegeben? Nee, ich habe nichts dabei. Ich hätte was dabei gehabt. Naja. Oh Mann. Anders als den armen Passanten, dem wir das Shawarma entwendet haben, hat der Schwan am Tag drauf auch gefressen, wird jetzt morgen auch nochmal beim Tierarzt geröntgt und dann sehen wir, ob der einen Angelhaken verschluckt hat. Falls nicht, wissen wir zwar nicht, ob das unser Schwan war und der den Angelhaken irgendwie losgeworden ist, beziehungsweise die Angelschnur, ob es einen Haken gab, wissen wir ja auch nicht, oder ob es wirklich der falsche Schwan war. Wir können es uns aber nicht vorstellen, weil wir haben dann nochmal alles durchsucht dort, das ganze Gebiet, und haben geschaut, ob wir noch irgendwo einen Jungschwan finden, ob irgendwo im Schilf noch irgendwas ist, und wir haben nichts gesehen. Also es ist schon sehr wahrscheinlich, dass das der gemeldete Schwan war. So, jetzt sieht's aus. Okay.